Heute geht es um Oldtimer Schmierstoffe. Circa 50 Kilometer nördlich von Augsburg liegt der kleine Ort Wechingen. Hier ist Walter Wagner geboren und er produziert an diesem Standort bis heute Öle, Schmierstoffe und Additive für unsere Oldtimer. Und heute wollen wir mit dem Gründer und Besitzer Walter Wagner ein bisschen quatschen über dieses Thema. Und ich darf begrüßen Walter Wagner. Ja, hallo. Hallo. Herr Kosch, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Gern geschehen. Und wir wollen gleich mal wissen, seit wann gibt es die Firma Wagner Oil? Ich habe die Firma 1994 gegründet, als Wagner Spezialschmierstoffe. Damals mit dem Thema Energie- und kraftstoffsparende Technologien. Und heute deckt das Unternehmen Spezialschmierstoffe für Fahrzeuge ab 1900 bis zum heutigen Tag ab. Braucht da jedes Getriebe ein eigenes Öl? Ja, kann man so sagen. Also es gibt da viele Beispiele, zum Beispiel die Italiener müssen bis zu den 90er Jahren bei den Schaltgetrieben spezielle Öle einsetzen, als Beispiel. Tatsächlich? Ja. Und das ist für den Endkunden ziemlich undurchsichtig. Ich habe jetzt eine Frage, zunächst einmal zu Sommer- und Winteröl. Früher war das ja so, dass man Öl gewechselt hat. Ja, es gab ja bis zu den 50er Jahren nur Einweißöle. Oder wenn man es genau nimmt, gab es eigentlich nur eine unterschiedliche Viskosität. Es gab ja nicht einmal ein spezifiziertes Getriebeöl. Das heißt, man hat ein Autoöl, so hieß es damals, und hat auch verschiedene Bezeichnungen gegeben, eben in den Viskositätsklassen 20, 30, 40, 50. Ja, damals unter anderer Bezeichnung, aber nicht mal so abgestuft. Und es gab eben dann in der kalten Jahreszeit war die Empfehlung, Niedrigviskoseöl einzusetzen und in der warmen Jahreszeit eben Höherviskoseöle. Und heute decken das die sogenannten Mehrbereichsöle ab. Ins Getriebe gegeben. Wagner hat in den letzten Jahrzehnten alle verfügbaren Schmierstofftabellen seitens der Hersteller gesammelt und kann heute für jedes Fahrzeug individuell beraten. Diese individuelle Beratung ist dahingehend wichtig, weil wir eben auf die Geschichte des Fahrzeugs blicken müssen. Oder in dem Fall ist der Motor revidiert, ist er nicht revidiert, ist er Originalzustand. Aber auch ist es so, dass wir festgestellt haben, dass die Vorgaben der Autohersteller damals nicht unbedingt immer richtig waren. Das heißt, hat sich dann im Nachhinein herausgestellt, dass das eingesetzte Öl oder die Vorgabe nicht ganz so richtig war. Der Grund, die Motorenentwicklung war zu dieser Zeit meist schneller, als man dies in den Handbüchern kommuniziert hatte. Bei Wagner werden heute die speziellen Oldtimer-Öle genau an die Motorenspezifikationen und deren Laufleistungen angepasst. Wir haben auch Fahrzeuge, die sind noch im Originalzustand. Das heißt, der Motor war nie offen. Hier muss man ganz gezielt vorgehen, weil dann eben doch Ablagerungen da sind von den damaligen Kraftstoffen, die wir haben. Dann finde ich ja dazu dieses Öl am Markt nicht mehr. Nein. Und hier liegen eben die Stärken von Wagner Classic Oil. Das hochspezialisierte Unternehmen mit weltweiten Kunden und Kontakten kann heute auch kleinste Mengen für außergewöhnliche Restaurationsobjekte anfertigen. Und es wird eben nach und nach diese typischen Schmierstoffe werden so nicht mehr produziert werden von den Mineralölkonzernen. Und das ist das, wenn ihr euch nicht auskennt, hier anrufen bei Wagner Oil, da gibt es eine eigene Beratungsstelle, die wissen, wovon sie sprechen und die sagen euch ganz genau, welches Öl ihr dazu braucht. So ist es. Ist das so richtig? So ist es, ja. Neben den unterschiedlichen Oldtimer-Ölen produziert Wagner aber auch zahlreiche Additive, die extrem wichtig sind. Und ein paar Dinge wollen wir uns jetzt im Detail anschauen. Ich habe hier schon gesehen, was Sie aufgebaut haben. Eine große Produktpalette, die Sie mehr oder weniger entwickelt und mitentwickelt haben. In den modernen trockenen Benzinstoffen fehlen einfach viele Schmierstoffe von früher. Additive gleichen das wieder aus und sind deshalb so wichtig. Wir optimieren ja Fahrzeuge und wenn ich jetzt nur Öl liefere, dann ist es nur ein kleiner Teil von dem, was man wirklich auch machen sollte. Und neben dem Benzinstabilisator Bactofin hat Wagner auch einen Dieselstabilisator, der extrem wichtig ist bei den heutigen Biodieselprodukten. Biodiesel hat einen anderen Flammpunkt, verbrennt sozusagen später.
Diesel hat einen Flammpunkt von 65 Grad, Biodiesel höher. Und dadurch haben wir ein Gemisch, was unterschiedlich schnell abbrennt und natürlich auch Ablagerungen bringen kann. Ich habe hier einen mineralischen Diesel, der ist schon alt, der ist schon mindestens 20 Jahre alt. Der klassische ist der. Der klassische, ne? Mineralische Diesel. Und das ist ein Kraftstoff aus 2016 mit 7% Bioanteil. Und das ist auch ein biohaltiger, oder das war ein biohaltiger Kraftstoff, der aber gealtert ist. Und das, was man hier sieht, ist der Alterungsprozess, der verrottete Biodiesel. Und das Additiv für den Diesel, für den Biodiesel, ist wichtig, weil Sie einen mineralischen Diesel ja gar nicht mehr bekommen. Das heißt, bei längeren Standzeiten kippt der Biodiesel einfach durch Zufuhr von Sauerstoff. Das kann einfach das Öffnen des Tankdeckels sein. Unser Gespräch mit dem Spezialisten Wagner endet hiermit. Bitte für nähere Informationen gehen Sie direkt auf die Webseite classic-oil.com und da gibt es Telefonnummer und E-Mail. Kontaktieren Sie die Firma direkt, es gibt einen eigenen Support für Sie. Das Classic-Portal bedankt sich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.